Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Letzte Nebenmission heute. Leute, heute. Again, ja. Egal. Ich hoffe, ich schaffe die. Ich bin mal gespannt. Und zwar heißt die letzte Nebenmission Tomberys töten. Um genau zu sein, 20 Stück. Danach soll etwas passieren. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie lange das ist. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben so ein Tomberry hat. Wir werden mal angucken, wie lange ich jetzt für einen Tomberry brauche. Ob ich es überhaupt vielleicht schon schaffe, überhaupt einen Tomberry zu töten. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Sobald ein Tomberry auftaucht. Ah, da könnte auch schon der erste sein. 20 Stück ist natürlich eine Menge. Da ist er doch, der Gute. Ich weiß, dass Tomberys immer richtig stark waren in Final Fantasy Teilen, deshalb hoffe ich mal. Oh oh. Oh oh. Er sticht mich mit seinem Messer ab. Sieh das doch kommen. So, ich wollte eigentlich GFs probieren. So. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich oft sowas angucken, Leute. Das tut mir leid. Aber ihr wisst. Okay. Ich bin auch mal gespannt, wann das erste Mal Odin jetzt auftaucht. Das würde mich mal echt interessieren, wie das abläuft. 1500. Hat er das überlebt? Fluch der Besiegten. Nicht schlecht. Okay, er überlebt auf jeden Fall eine Shiva, das ist schon mal krass. Da wird es definitiv nicht so einfach sein, 20 von denen zu töten. Definitiv nicht. Vor allem 20 ist halt eine hohe Zahl. Ich weiß auch nicht, ob wir die 20 komplett heute machen oder ob wir heute vielleicht die Hälfte machen, also 10, 12, schauen. Hält verdammt viel aus, ey. Also wenn er jetzt noch ein kürzer Kottel aushält, dann aber gute Nacht. Also wenn er wirklich kürzer Kottel jetzt noch aushält, würde ich sagen, wir lassen das mit den Tomberys, weil das dauert mir dann wirklich zu lang. Rüber, nee, Leute, ich muss kurz mal mein Handy holen, weil ich habe hier ja noch die Map drauf. Wow, er überlebt wirklich. Okay, wir lassen das. Wir probieren es gar nicht erst, Leute. Wir probieren das gar nicht erst. Alles klar. Ich meine, ich würde trotzdem jetzt gerne den Tomberry noch besiegen. Aber wenn Tomberry so viel aushält, Alter. Brauche ich ja 5 Minuten pro Tomberry. Dann sehen wir uns in 5 Stunden wieder. Er lebt halt immer noch. Oder stirbt er jetzt? Nö. Wow. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich krank. Das Blöde ist halt, dass ich kann euch ja mal spoilern, ja. Es ist mir jetzt leid, aber sobald man 20 Tomberys getötet hat, kommt König Tomberry. Besiegt man König Tomberry, bekommt man König Tomberry als GF, aber auch als eine passive GF, also so wie Odin, dass der halt zufällig kommt, wenn er Bock hat. Es ist so, König Tomberry hat Leben, je nachdem welches Level du bist. Bist du unter Level 25, was ich ja definitiv bin. Wahrscheinlich nicht mehr, nachdem ich 20 Tomberys töten würde. Ich glaube, er ist tot. Nö. Alles klar.
Und das ist halt super dumm, weil je höher ich im Level bin, desto mehr Leben hat König Tombowie. Und das wird mir im Endeffekt, glaube ich, ziemlich den Arsch kosten. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich mache Tombowie nicht, dann werde ich beim nächsten Mal, wenn wir Tombowie machen, oder sollten wir ihn nochmal machen, sollten wir es nochmal versuchen, und ich bin Level, ich sag jetzt einfach mal 50, 60, dann wird König Tombowie, keine Ahnung, 100.000 Leben oder so haben. Das ist krass. Und ich glaube, bist du unter Level 25, hat König Tombowie, glaube ich, nur 2.500 Leben. Deshalb habe ich jetzt auch gedacht, dass das mit den Tombowies so schnell geht, weil wenn, ich meine, König Tombowie hat dann 2.500 Leben, dann können Tombowies ja eigentlich nicht viel mehr haben, oder? Aber anscheinend ja schon. Das einzige Problem ist halt nur, dass ich gelesen habe, dass anscheinend GFs fast wirkungslos gegen König Tombowie sein sollen. Das heißt, du musst ihn quasi mit normalen Attacken töten. Alter, ohne Witz, das machen wir nicht. Das macht mir so hart nicht. Alter, wie viel Leben habe ich denn diesem Tombowie jetzt schon abgezogen? Ich bitte euch. Das ist doch einfach nur krank. Eine Magenrasse da. Ein bisschen habe ich noch gerade gegessen. Ich weiß nicht warum. Alter, das ist ja super krank, ey. Ich würde jetzt aber auch ungern flüchten. Ich habe jetzt schon so viel gemacht. Alter, er stirbt nicht! Was ist denn, Alter, wie viel Leben hat denn das Vieh? Wow! Ich bin ein bisschen geschockt, Leute. Gibt's doch nicht. Das Blöde ist halt, ich will nicht flüchten. Ich will nicht flüchten. Je näher er, glaube ich, an mich drankommt, weil ich weiß, dass seine Messerattacke, glaube ich, Instant Death macht. Also das hat es zumindest fast in jedem anderen Teil gemacht. Ich glaube, in Final Fantasy 13 war es so, dass er halt immer stärker geworden ist, je nachdem, je länger du im Kampf warst. Meine ich. Das heißt, am Anfang war er halt nicht stark, aber je länger du gegen ihn gekämpft hast, weil er halt viel Leben hatte, oder du halt noch nicht so stark warst, umso mehr Damage hat er gemacht mit der Zeit. Ich weiß, dass es aber auch Teile gab, dass wenn er dich mit seinem Messer erwischt hat, dass du instant tot warst. Das war, glaube ich, bei A King's Tale 15 Final Fantasy so, bei diesem Pixelspiel, was es mal umsonst gab. Da sind Tombowies definitiv Instant Death Kandidaten gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Final Fantasy 7 war. Ich weiß noch nicht mal, wie es bei Final Fantasy Type Zero war. Gab es bei Type Zero überhaupt Tombowies? Ich weiß, dass du einen im Klassenzimmer hattest, aber der war ja lieb. Quasi. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ey, das ist doch einfach nur krank. Kann ich das irgendwo nachgucken? Also wirklich, ich bin gerade richtig. Also ich will für den aber auf jeden Fall eine Menge Erfahrungspunkte haben. Das könnt ihr mir aber glauben. Oh oh, er ist gleich an mir dran. Er ist gleich an mir dran. Und da kommt das Küchenmesser. 1088! Und damit hat sich Quetzalcoatl zum Glück noch nicht verabschiedet. Aber ja, 1000 Damage mit dem Küchenmesser ist gut. Boah, ich hoffe, ich besiege den jetzt mal langsam, weil ich will... Wenn wir es heute schon nicht machen, dann will ich zumindest zum Dravia Garden noch.
müssen wir als nächstes hin. Das hat der Selfie gesagt. Guck mal auf der Map, wo das ist. Das ist ja. Das geht, glaube ich, klar. Alter, kann der bitte mal verrecken? Es kann doch nicht wahr sein. Wie. Was für eine Maschine ist denn das? Fucking Tomberries, ey. Warum müssen Tomberries in jedem Fall Fantasy so fucking stark sein? Können die nicht so wie Bomber sein, dass man einfach so einen Finger schnippt und der ist tot? Und ich dachte, wir machen heute die 20 Tomberries easy. König Tomberry dann, zack. Ja, Arschlecken. Oh mein Gott, er ist tot. Oh mein Gott, er ist tot. So, noch 19 Leute. Nein, Spaß. Er gibt nicht mal Erfahrung. Ich habe ein Küchenmesser bekommen. Wahrscheinlich brauchst du halt 20 Küchenmesser als Beweis dafür, dass du 20 Tomberries getötet hast. Alter. Nee. Wir sehen uns, Leute. Wir sehen uns. Nee. Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen. So, wo ist mein... Da. So, dann auf zum Travia Garden. So, die Frage ist, was ist denn jetzt sinnvoller? In den Süden fahren und oben wieder rauskommen? Wahrscheinlich. Oh, hier fahre ich aber nicht in den Süden. Ups. Boah, ich komme mit diesem Gefährt einfach nicht klar mit dem Garden. Hier fahr ich Richtung Süden. Nee, tue ich nicht. Ja gut, dann fahren wir einfach Richtung Norden. Ist ja auch kein Problem. Der Travia Garden ist nämlich fast komplett oben rechts. Auch ziemlich nah am Wasser gebaut. Okay. Ja, machen wir mal eine kleine Bootsfahrt. Nennen wir es Bootsfahrt. Ich bin mal gespannt, was uns in Travia Garden erwartet. Ich bin sehr gespannt. Was ist das? Komme ich da durch? Oder bin ich dafür zu groß? Ah, Hilfe! Toll. Toll! Und was mache ich jetzt? Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist, glaube ich, Fisherman's Horizon, ne? Ja. Dämlich, das Fisherman's Horizon. Fuck. Ach Mann. Egal. Ich denke, ich kann hier drüber den Shortcut nehmen. So, jetzt bin ich ja hinter Fisherman zu reisen. Komm ich da durch? Komm ich da? Ich komme da nicht durch. Ach, dammit. Hätte ja klappen können. Okay, Zug. Alles klar. Ach, da komme ich auch nicht durch. Ja, dann. Müssen wir wohl über das Wasser weiter. Aber wir sind gleich da, wollte ich sagen, aber es ist doch noch ein bisschen. Ach. Ich muss sagen, ich finde die Overworld generell auch so das Bewegen da drauf. Ich finde das sehr unangenehm. Ich weiß nicht warum. Ich finde es ein sehr unangenehmes Gefühl. Vielleicht liegt es nur an mir. Kann sein.
So, der Trabia Garden müsste jetzt eigentlich hier irgendwo sein. Trabia Garden. Ich muss eigentlich mehr in die Richtung hier. Aber hier komme ich gar nicht drüber, oder? Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Oh Mann, ey, das ist halt das, was ich meine. Das ist so unangenehm. Es ist so schlecht zu steuern, es ist... Oh, ich hasse es. Ich finde das echt nicht gut. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich fand das in Final Fantasy VII weitaus angenehmer. Auch die Map an sich fand ich in Final Fantasy VII viel besser. Hier, das hier, finde ich, ist einfach nur ein Krampf. Muss ich leider sagen, das ist also ein Kritikpunkt von mir an das Spiel. Klar, ihr sagt jetzt, PS1. Damals ging es halt noch nicht besser. Ja, aber Final Fantasy VII hat es ja auch besser gekonnt. Final Fantasy VII war auch PS1. So ist es ja nicht. So, wo ist denn jetzt der Drecksgarten? Der muss doch hier sein. Eigentlich bin ich jetzt genau da, wo der Garten ist. Halt wirklich. Da! Ist das der Garten? Das muss der Garten sein. Mal schauen. Trabia Garden, bist du's? Das sieht übel aus. Selfie? Was macht die da? Ein Volltreffer? Echt übel. Ja, ich würde sagen, der Garten sieht nicht mehr so frisch aus. Ich gehe jetzt rein. Und wie willst du das schaffen? Sei vorsichtig. Ach, sie klettert da hoch. Okay. Kann ich ihr hinterher klettern? Jo. Easy. Ich meine, ich will auch in den Garten. Oh, das ist Alter. Das ist kein Garten mehr. Squall. Achso, das ist Christus. Habt ihr Selfie gesehen? War Selfie hier? Sie ist allein reingegangen. Das war bestimmt ein Schock für sie. Hinterher! Alles klar. Oh Mann, ey. Immer dieses Selfie. Oh, ich kann da ziehen. Hauptsache, da ist noch. Das sind ja noch Leute. Und Blitzka. Oh Gott. Falls mal Blitzka. Okay, Selfie freut sich. Hi. Danke, dass du Selfie mal hilfst. Ich mach doch nichts. Ach, hab ich? Naja, das ist nun mal seine Art. Ist er vielleicht deswegen so, weil er dich ganz toll mag? Nein!
Genau, genau. Schwachsinn. Wie wär's mit Nein? Was geht mit dem da hinten? Hallo? Reden Sie mit mir? Wie heißt du und in welcher Klasse bist du nochmal? Hast du dich für unser Travia Garden nützlich gemacht? Was ich mit nützlich meine? Dass du etwas Gutes tust. Eine Spende für den Wiederaufbau des Travia Gardens? Dafür würde ich dir sogar eine A-Note geben. Erstens bin ich nicht von hier. Zweitens, warum... Ach, egal. Selfie, was ist denn jetzt hier? Hinten ist ein Sportplatz. Wartet bitte dort auf mich. Achso. Ich will nur mit ein paar Leuten sprechen. Alles klar. Hinten ist ein Sportplatz. Ha, ha, wo denn? Ach, Selfie, du bist auch schon mal so ein bisschen witzig. Hier ist ein fucking Friedhof. Das sieht mir nicht nach einem Sportplatz aus. Komme ich hier überhaupt noch irgendwo durch? Nee. Hauptsache, da liegt eine Waffe. Okay. Wer hat nicht einen Friedhof hinter der Schule? Ich habe keine Ahnung, wo dieser Sportplatz in Anführungszeichen sein soll. Ich muss mich hier umgucken, Leute. Oh. Hi. Scheiße, der Tomberry-König. Ich werde gleich eine GF beschwören. Ja, der Tomberry-König, den wollte ich auch eigentlich sehen. Die Verletzten wurden mit dem Auto weggebracht. Ich? Nein, ich bin nicht verletzt. Ich bin nur krank. Ach, so kaputt. Alles klar. Oh, Speicherpunkt. Ja gut, Leute, wenn hier ein Speicherpunkt ist, würde ich sagen, wir suchen den Sportplatz im nächsten Bad. Alter, hier ist definitiv die Post abgegangen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Bad. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.